Scheiße, unmöglich. Was ist? Die Sicaria, die ich unten getroffen habe. Valeria, sie ist El Sin Nombre. Valeria? Bist du sicher, hermano? Ja. Wir müssen handeln. Rey, Sin Nombre gibt sich als Sicaria aus. Wir gehen rein. Bist du bereit? Check. Ghost. Bereit. Wir brauchen sie lebend. Und damit hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen Episode Let's Play Call of Duty Modern Warfare. Oh yeah, was jetzt Phase ist, habt ihr ja bereits mitbekommen und wir machen direkt weiter. Get up, down the base and down. Herzlich willkommen, bevor das Video losgeht, großartige Neuigkeiten für euch da draußen. Der neue Merch, er ist endlich am Start. Ja, und zur neuen Kollektion auch gleich fette Rabatte, ja, ohne Ende, die ich euch gleich noch vorstellen möchte, aber erstmal die neue Kollektion, die Nine-Kollektion, sie ist da, bietet viel Material, wir haben auch neue Tassen und so weiter und so fort, alles was das Herz begehrt. Und wie versprochen bekommt ihr dicken Rabatt, Ladies and Gentlemen, ja, denn im Zeitraum 15.11.2022 bis 20.11.2022 bekommt ihr 20% auf alles. Am 25. bekommt ihr sogar 35% auf alles. Und falls ihr da noch nicht zugeschlagen habt, habt ihr noch im Zeitraum 28.11. bis 4.12. Zeit. Und ihr könnt euch dort wenigstens noch 15% Rabatt auf alles plus gratis Versand sichern. In diesem Sinne, das wollte ich noch loswerden. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Bau. Oder auch nicht. Wir sind nämlich tot. Ja, gut. Hat funktioniert. Bereit. Wir brauchen sie lebend. Bah, sind die gut gepanzert. Brauchen Sie lebend. Gehst durch die Hintertür! Lass sie nicht entkommen! Mann, hier ist das Scheißhaus. Auf die Knie! Das verhaftet. El Sin Nombre. Me amo Valeria. Geschickt versteckt. Versteckt? Ich bin überall Soldado. Das ist gut. Wir auch. Gehen wir. Hermano, ¿qué pasa? Valeria! Ich kenne sie! Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barcel Halle, du verlogenes Mist! Hey, Alejandro! Hallo, Comandante! Ja! Ja! Ramos, erzähl mal. Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunde in Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mira este. Sie ist Ex-Militär. Wir dienten zusammen. Andere Trupps. Selber Einheit. Ihr wart die Wilden, hä? Los Barqueros.
Wir waren die seriösen Señores y Señoras. Bist du der Sache mit dem Sohn von La Araña? Te acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña-Vollstrecker kein Blut vergießen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfall in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefüllt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten, nicht Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Y tus hermanos, ¿no? Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Zieh es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Carajo! Puta madre, Alejandro! Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mache ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Fuck! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich gebe dir 10 Sekunden, dann zeige ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sage ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst ihr mich gehen. Und verschwindet aus Las Almas, se me largan ya. Deal. Und bis dahin bleibst du schön brav hier. Durch das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelwareversteck benutzt. Nordwestlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit 3 Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Graves, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Dunkles Gewässer. Holen Sie voraus! Oh ja. Das ist unser Ziel. Denn aus 1 und 2 zu den Einhackpunkten. Laden wir uns selbst ein. Alle Stationen, Schiff in Sichtweite. Verstanden, alles vorbereiten. Bleibt auf dem Fang. Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete. Und wenn sie lügt? Gott hilf ihr. Gott hilf uns allen. Drei seid für alles. Könnte eine Falle sein. Kommando, wir sind bereit. Verstanden. An die Arbeit. Eingehakt. Auf und auf sie. Ist auf dieser Plattform. Ich will eine vollständige Eindämmung. Alles klar, 3 Alcatraler im Innern. Geh bereit. Baby. Geil. Räume das untere Deck der Plattform. Das ist unsere Mission. Soap, öffne die Tür. Okay. Ja, ich habe nur eine Tür gesehen. Das wird dann wohl die hier sein. Sicher den Raum. Ich erledige Flüchtige.
Hallo, Jungs. Raum gesichert. Komme raus. Verstanden. Zelle 1, unterwegs zur südöstlichen Treppe. Flüchtet, gerechte Seite! Alles klar. Seid ihr da gesichert? Verstanden. Alle Shadows weiter vom Hauptdeck. 2 Uhr. Sicher. Nach oben, da wird man uns loben. Fuck, so eine Bohrinsel ist fucking groß. Gut, aber wir haben jetzt die wichtigen Informationen eingesammelt. Und hoffentlich finden wir jetzt die Rakete. Unterwegs zum Hauptdeck. Wie ist dein Status? Ansonsten sind wir im Arsch. Jetzt mit Shadow 3 an Bord des Schiffs. Roger. Oh, oh, oh. Oben, oben. Blendgranate geworfen. Diese Pinches Cabrones wissen, dass wir hier sind. Wir müssen uns beeilen. Alle Shadows ausschwärmen. Ich will den Container sofort überwacht haben. Ja. Ich bin bestätigt, unterwegs. Wir müssen los. Angriff. Shadow 1, Ghost. Leuchtsignale von der Bohrinsel gesichtet. Ghost, Sie signalisieren dem Schiff. Sie werden die Rakete starten. Am Arsch werden Sie das. Angriff, Gentlemen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht so weit nach vorne. Genau deswegen. Fuck. Das geht dann schon wieder gut los hier. Hallo. Alle von der Bohrinsel gesichtet. Signalisieren dem Schiff, sie werden die Rakete starten! Das ist die erste Stufe, wir haben noch Zeit! Alle Shadows, Rakete ist noch nicht wenig hier! Schatzmann 1, greift an, gib uns Deckung! Langsam und geordnet vorrücken, Gentlemen! Hopp, 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 hopp! Mieser Ficker! Nein! Junge! Wuhu! Um, 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 um! Window, window, window! Left side! So, nimm die Treppe, flankier sie! Machen wir! Ist hier irgendwie ein Weg nach oben? Nein, gibt's nicht! Okay. Oh, das ist einer von meinen Jungs. Los, let's heads. Vorsicht! Ja! Let's raus! Wow, Junge! Richtiger Einsatz hier! Let's raus! Manu, hier ist Shadow 1. Bohrinsel gesichert. Rücken jetzt zum Container vor. Gut. Ich überprüfe aber erstmal jedes Door. Alles abchecken. Alles überprüfen. Ghost, Graves, nicht so schnell. Rücken abdecken. Okay. Wir sind da. Ja. Wo ist die Steuerung? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Auf dem verdammten Schiff. Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben ihre Befehle, Junge. Die Rakete darf nicht starten. Alejandro, Feuerschutz. Saugt mir nach. Wir gehen auf das Schiff. Ich gebe euch Deckung, Hermano. Einhaken, Sergeant. An alle Einheiten. Okay, let's go. Wir müssen aufs Schiff. Ich wiederhole. Verstanden. Knaggers. Los, ausrücken. Los, hier ist 0-1. Wieder im Wasser. Nähern uns unserer Position. Verstanden. Wir stehen unter Beschuss. Euer Empfang wird heiß. Verstanden. An Deck müssen wir zur Brücke. Schnell. Wir sichern die Steuerung und stoppen die Rakete, klar? Wie kommen wir an Bord? Über die Rampe! Festhalten, Sergeant! Klopf, klopf, hallo. Okay. Jetzt wird's ins Feuergefecht. Höchst offiziell übel. Hallo, Gentlemen. Aufpassen, aufpassen.
Alejandro, halte von der Bohrinsel aus Wache. Wir rücken nach oben vor. Ich wurde zerquetscht. Frachtcontainer können dich erschlagen. Geil! Hättet ihr mir das jetzt nicht gesagt, Leute. Aufpassen, langsam. Immer in Bewegung bleiben. Wow. Durch. Der hat auf mich geschossen! Was soll denn das? Frechdachs. Los. Langsam. Alter, die Container, das ist so arschlaut. Los, vorrücken. Das ist ein Kacksegern. Alter, lauf, in Sicherheit. Ghost, aufpasst, Container. Ja. Kämpf. Vorwärts. Okay, hier bist du erstmal safe. Deckung. Oder auch nicht. Fuck! Alter, ist die Mission tricky. Neue Idee. Der Shit, Alter. Über die Container, rüber. Wir können sie nicht mehr zerquetschen, wa? Problem ist, wir geben gerade komplett unsere Deckung auf. Passt mit diesen Containern auf. Fuck, ist das laut. Drücken weiter nach vorne. Rüber.
Okay. Endlich ein Kontrollpunkt. So, wir müssen rauf zur Brücke, Leute. Wir rauf zur Brücke. Aber das, Ladies and Gentlemen, machen wir erst in der nächsten Episode. Denn für heute sind wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung, da lasst mir ein Träumchen. Checkt unbedingt die Videobeschreibung ab, denn dort findet ihr ein paar Nenze Gaming Triebwerk und die Merch verlinkt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Öl und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.